Hans-Ulrich war schon immer, hat mich nach den Zeichnungen gefragt und ich wusste immer gar nicht so richtig viel darüber zu sagen, weil die so alltäglich für mich sind, weil das ist das, was ich immer mache, was nie aufhört, was fast immer im Fluss passiert, fast immer in einem Zug sozusagen. Oder sobald ich eine Zeichnung anfange, höre ich nicht auf, sie zu machen. Ich glaube, in der Zeichnung entsteht viel, aber die Zeichnung ist auch nie, die hat immer die Offenheit, die ich brauche, um über das Nächste nachzudenken.